Es gibt einen unglaublich genialen Grund, weshalb du Rasierschaum auf einen Besen sprühen solltest. Was es damit auf sich hat und wie es auch dir enorm weiterhelfen kann, erfährst du in diesem kurzen Video. Denn tatsächlich gibt es zwei Möglichkeiten, dies anzuwenden. Doch im ersten Schritt brauchst du einen Besen und etwas Rasierschaum. Gib jetzt hier, so wie du es bei mir sehen kannst, eine gute Menge Rasierschaum direkt auf deinen Besen. Damit kannst du jetzt zu deiner Badewanne oder zu deiner Dusche gehen. Denn hier folgt auch schon der nächste Schritt. Du verteilst jetzt mithilfe des Besens den Rasierschaum wirklich in deiner gesamten Wanne. Egal ob es die Dusche oder Badewanne ist. Schau, dass wirklich überall eine sehr dünne Schicht von dem Rasierschaum ist. Also unten am Boden sowie auch an den Seitenwänden. Zwischendurch musst du vielleicht nochmal etwas Rasierschaum nachnehmen, damit auch wirklich überall eine gute Menge davon ist. Der nächste Schritt ist erstmal warten. Du solltest den Rasierschaum jetzt, wenn du ihn gut verteilt hast, für ungefähr 30 Minuten in der gesamten Wanne einwirken lassen. Wenn die Zeit rum ist, dann kannst du dir wieder deinen Besen schnappen und mit diesem nochmal kräftig durch die Wanne wischen. Denn hierbei handelt es sich tatsächlich um einen genialen Geheimtrick, den Profis schon sehr lange nutzen. Denn Rasierschaum hat eine unglaublich gute Reinigungsleistung. Das heißt, du kannst hiermit deine Badewanne reinigen. Und es kommt sogar noch besser, denn dank des Besens musst du dich dafür nicht mal bücken. Du kannst das Ganze im Stehen absolvieren. Wenn du fertig durchgeschrubbt hast, musst du nur noch mit Wasser den ganzen Rasierschaum wieder abspülen, damit du ihn hier aus der Wanne bekommst. Und schon sollte alles wieder richtig schön sauber sein. Würdest du jetzt noch wissen, warum du eine Binde an einen Wischer kleben solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst.